Hallo Leute, es ist endlich soweit. Ich bin zwar ein großer SpongeBob-Schwammkopf-Fan, aber auch unser gelber Freund macht mal Fehler. Einer dieser Fehler ist der hier. SpongeBob Atlantisches Abenteuer, das Wii-Spiel. Ich habe da vor ein, zwei Wochen schon mal ein Ankündigungsvideo gemacht, wohlgemerkt in Schwarz-Weiß, also bevor ihr dieses Video schaut, solltet ihr nochmal das hier schauen. Nachdem das erledigt ist, beginnen wir endlich mit der Anschauung dieses Meisterwerks. Den ersten Kritikpunkt, den ich schon im Ankündigungsvideo erwähnt habe, ist die Musik. Aber jeder, der es verpasst hat, hier ist eine Nachpackung. Das tut weh. Hä? Na toll, jetzt habe ich auch noch Ohrenblut durch das Spiel. Und jetzt könnt ihr auch noch schlecht behaupten, dass ich nicht leide. Na dann, Freunde. Auf geht's ins Level 1. Verschwinden wir von hier. Ach ja, das habe ich ja vergessen. Die wunderschönen Cutscenen, richtig. Das wird einer der längeren Videos. So, und dann beginnt das Spiel, indem wir einen Panzer durch Atlantis steuern. Genau wie die Steuerung des Krabs-Roboters. Ich bin zwar kein Soldat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Panzer nicht das Richtige ist, um ein Kinderspiel zu beginnen. Nachdem wir Level 1 durchgespielt haben, kommen wir nun zu Level 2. Ja, und dann befinden wir uns in der Geisterwelt, da wo SpongeBob und Patrick sich gegenseitig helfen müssen. Und darf ich euch sagen, wie lange das dauert? Das dauert fast eine halbe Stunde, hier durchzukommen. Yep, du brauchst fast eine halbe Stunde, um dieses ganze Level durchzumachen. Und danach bist du einfach so geschafft, weil das Spiel ist einfach so langweilig. Bei dem Spiel raufen sich die Haare. Da fallen ja meine Haare glatt aus. Unglaublich, sie fallen tatsächlich aus. Und meine Fingernägel schrumpfen auch. Was soll passiert hier? Nachdem ihr das Level durch habt, dachtet ihr, ja, das wär's endlich. Aber nein, es geht in dem Spiel noch ein zweites Level, was das gleiche Prinzip ansteuert. Aber das Schlimme an dem zweiten Level, da wo das hier ist, ist die Tatsache, das hier dauert über 40 Minuten. Yep, ihr macht im Endeffekt das gleiche wie vorher, nur dass das hier länger dauert. Können wir ein bisschen hinmachen? Das wäre sehr nett. Und dann gibt es wiederum Level, da müsst ihr einfach nur laufen. Also, fürs geradeauslaufen, dafür brauchen wir kein Videospiel. Da kann ich einfach rausgehen und dann selber laufen. Bumpi-bumpi-bum, bumpi-duppi-duppi-dumm. Bumpidupidumpidum. Seht ihr? Geradeaus laufen kann man auch ohne Videospiel. Seht ihr? Das ist ganz einfach. Bumpidupidupidum, bumpidupidupidum. Seht ihr? Und dafür musste ich nicht 10 Euro ausgeben. Bumpidupidupidum. Aber es ist kalt. Ich gehe besser wieder rein. Nachdem wir dann den Marsch der Langeweile geschafft haben, wird es dann Zeit für etwas Musik. Das war ja furchtbar. Das ist nicht mal richtige Musik. Das ist richtige Musik. Seht ihr? Ich bin auch ein bisschen künstlerisch begabt mit klassischer Musik. Auf die anderen Levels gehe ich gar nicht erst ein, aber ich kann euch ja noch ein paar schöne Cutscenen zeigen. Das
sein Treibstoff ist aufgebraucht. Weg! Und jetzt zu diesen Waffen! Au! Gefangen! Uff! Hä? Was für ein Omelett? Der Legende nach öffnet sich der Weg nach Atlantis, wenn man beide Hälften zusammenfügt. Ach ja, und das letzte Level, was man spielt, sind die Endcredits. Kein Scherz, das letzte Level, was ihr spielen werdet in dem Spiel, sind Endcredits. Wenn ihr mir nicht glaubt, guckt irgendein Let's Player zu, der das Spiel mal gespielt hat. Das letzte Level sind die Endcredits. Wie auch immer, das war SpongeBob Atlantisches Abenteuer, das Spiel. Und ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Ich habe übrigens die Episode SpongeBob Atlantisches Abenteuer auf DVD. Und ich muss sagen, das Spiel hat viel Abweichung zu der Episode. Und zwar sehr viel. In dem Spiel kommt nicht mal Patchy der Pirat vor. Und er war immerhin Teil des Specials. Des Weiteren haben die auch andere Aspekte einfach aus dem Spiel rausgeworfen. Und ja, ich als SpongeBob-Fan bin von dem Spiel enttäuscht. Aber ich habe dazu auch gute Nachrichten. Denn ich besitze noch ein paar andere SpongeBob-Spiele, die besser sind als das hier. Ja, und es wird der Tag kommen, da werde ich sie auch spielen. Aber bis dahin gehe ich noch ein bisschen wandern. Ach ja, wandern macht doch Spaß.